Hallo und herzlich willkommen zu dem Video über die Stunde 0, der Tag der Befreiung. In diesem Video werde ich euch einen Überblick zum Ablauf der Kapitulation Deutschlands machen und euch die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg vorstellen. Dazu nenne ich einige Zahlen, Fakten und Vergleiche. Zum Schluss beleuchte ich noch die Veränderungen der Grenzen in Europa und werde mein Fazit geben. Der Ausdruck Stunde 0 stammt ursprünglich aus der Planungssprache von Organisationen, zum Beispiel aus der des Militärs. Er bezeichnet allgemein die ausschlaggebende Uhrzeit, zu der eine neue Handlungskette abzulaufen beginnt. Man will damit sagen, dass etwas komplett Neues passiert. Bei Historikern ist der Begriff Stunde 0 jedoch äußerst umstritten, da es zum einen heißt, dass das Gedächtnis der Gesellschaft ausgelöscht ist, weil alles auf Null zurückgesetzt wurde. Das geht jedoch nicht, weil alle Ereignisse in der Folge von Ereignissen stehen, die der Katastrophe vorangegangen waren. Außerdem gibt es in der Geschichte keine Stunde Null. So mancher hätte sich vielleicht nach dem Krieg gewünscht, die Zeit auf Null stellen zu können, aber die Vergangenheit und auch die Verstrickung in der Vergangenheit trugen die meisten mit sich. Somit trugen sie auch die Verantwortung für das, was vorher geschehen ist, mit sich herum. Daher sollte man es eher als einen Neuanfang bezeichnen. Als zeitliche Einordnung ging es hier um die Zeit kurz nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Streitkräfte am 8. und 9. Mai 1945 oder sogar kurz davor. Aber wie kam es eigentlich zur Kapitulation? Während Berlin im Straßenkampf unterging und zehntausende Menschen den Kampf bis zum bitteren Ende mit ihrem Leben bezahlten, entzog sich der Reichskanzler Adolf Hitler am 30. April 1945 der Verantwortung durch Selbstmord. Zu seinem Nachfolger bestimmte er Großadmiral Karl Dönitz. Dönitz beauftragte Generaloberst Alfred Jodl als Verantwortlichen für die Kriegführung von Norwegen bis Nordafrika. Er sollte deshalb auch die Kapitulationsverhandlungen im amerikanischen Hauptquartier in Reims führen. Jodl versuchte noch, die Kapitulation gegenüber der Roten Armee hinauszuzögern, um den Deutschen in den Ostgebieten die Flucht nach Westen zu ermöglichen, allerdings ohne Erfolg. Am 7. Mai 1945 unterzeichnete Jodl in Reims im Hauptquartier von General Dwight D. Eisenhower, dem Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa, die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Sie trat am 8. Mai 1945 um 23 Uhr in Kraft. Der sowjetische Diktator Josef Stalin drängte daraufhin auf eine Wiederholung der Zeremonie im sowjetischen Machtbereich. In der Nacht zum 9. Mai unterschrieb Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, Chef des Oberkommandos der deutschen Wehrmacht, die Kapitulationsurkunde im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst. In dem Vertrag heißt es: Wir, die hier Unterzeichneten, handelnd in Vollmacht für und im Namen des Oberkommandos der deutschen Wehrmacht, erklären hiermit die bedingungslose Kapitulation aller am gegenwärtigen Zeitpunkt unter deutschem Befehl stehenden oder von Deutschland beherrschten Streitkräfte auf dem Lande, auf der See und in der Luft, gleichzeitig gegenüber dem obersten Befehlshaber der alliierten Expeditionsstreitkräfte und dem Oberkommando der Roten Armee. Unterzeichnet wurde der Vertrag zu Berlin am 8. Mai 1945 von Friedeburg, Keitel und Stumpf für das Oberkommando der deutschen Wehrmacht. Nach mehr als 5 Jahren Krieg schwiegen in Europa endlich die Waffen. Im nächsten Punkt kommen wir zur Situation nach dem Krieg. Deutsche Städte sind zerstört durch den Bombenkrieg. 2.841.800 Wohnungen sind nicht wieder aufbaubar. Das entspricht 41,2%. Im Jahr 1946 gibt es also für 14 Millionen Haushalte nur 8 Millionen Wohnungen. Das sind etwa so viele Obdachlose, wie Kambodscha Einwohner hat. Durch die zerstörten Gebäude befinden sich nach dem Krieg allein in Berlin 15 Millionen Kubikmeter Schutt. Das waren umgerechnet mehr als 600.000 Lastwagen voll. In Deutschland gesamt befinden sich über 400 Millionen Kubikmeter Schutt.
Die sind mit etwa 16 Millionen Lastwagen voll Schutt gleichzusetzen. Das Problem ließ sich jedoch nicht mit Lastwagen beheben, sondern wurde per Hand gemacht. Größtenteils Frauen, die auch als Trümmerfrauen bezeichnet werden, waren mit der Aufräumarbeit beschäftigt und sortierten nach heilen Backsteinen und dem Schutt. So entstand beispielsweise der Teufelsberg, ein Schuttberg, der die zweitgrößte Erhebung Berlins ist. Häuser waren zerstört und Straßen voller Schutt. Aber wie sah es eigentlich mit der Eisenbahn aus? Alle 33 Eisenbahnbrücken über Rhein und Weser sowie 22 von 34 Brücken der Donau wurden zerstört. Und von den 60.000 Kilometern Reichsbahnnetz ist ein Drittel unbefahrbar. Außerdem waren von 22.400 Lokomotiven und 578.000 Güterwaggons die Hälfte schrottreif. Die Bahn war also auch besonders betroffen von Zerstörung. Speziell die US-Amerikaner sind nämlich darauf gekommen, dass wenn man Strecken bombardiert, sind sie sehr schnell wieder instand gesetzt. Selbst wenn man Brücken bombardiert, bauen die Eisenbahnpioniere innerhalb von ein paar Stunden eine neue Brücke. Aber wenn man die großen Rangierbahnhöfe zerstört, dann läuft nichts mehr. So kam der Bahnverkehr zum Erliegen und der Wiederaufbau dauerte mehr als 2 Jahre, was vor allem in der sowjetischen Besatzungszone besonders erschwert wurde. Weiter lagen im Rhein 50.000 Tonnen Stahl und Beton auf Grund. Das ist so viel wie 245 Mal die Freiheitsstatue. Neben den zerstörten Brücken lagen nämlich auch noch 1.500 Wracks auf dem Grund vom Rhein. Weitere 3.455 Wracks befanden sich in den Häfen von Hamburg, Kiel und Bremen. So gut wie alle wurden von denen geborgen. Es befinden sich aber noch heute 6.338 weitere Schiffswracks vom Krieg in den Meeren. Das Problem ist nur, dass die Schiffe so langsam alle durchrosten und uns eine Ölkatastrophe bevorsteht, bei der man das Ausmaß nicht kennt, da keine Angaben vorliegen, wie viel Öl in den Wracks beim Untergang noch vorhanden war. Es wird daher mit mehr als 2 Millionen Litern gerechnet, die sich bald in den Ozeanen ausbreiten werden, wenn man nichts tut. Des Weiteren litt vor allem die Bevölkerung unter den Folgen des Krieges. Die Deutschen waren geprägt von Angst, Orientierungslosigkeit und Hunger. 1945 fliehen mehr als 15 Millionen Menschen nach Westen, 23% der Gesamtbevölkerung. Das beträgt so viel wie 185 Mal der Signal Iduna Park von Borussia Dortmund, in welches mehr als 81.000 Besucher passen und es damit das größte Stadion deutschlandweit ist. Weitere 17% der Bevölkerung, also 11 Millionen Deutsche, so viel wie 2-mal die Bevölkerung der Slowakei, befinden sich währenddessen noch in Kriegsgefangenschaft. In dem Diagramm kann man gut nachvollziehen, wie viele aus welchem Land Opfer des Zweiten Weltkriegs wurden. Zum Vergleich betrachte ich aber nur die vordersten 6, also die Sowjetunion, China, Deutschland, Polen, Niederländisch-Indien und Japan. Die Zahl der Todesopfer insgesamt beträgt 70 Millionen, das wäre rund ein Drittel der Strecke zum Mond, wenn alle Personen übereinander stehen würden. Für die nächsten Vergleiche betrachte ich es so, als würde man alle Namen der Todesopfer in eine Liste mit der Schriftgröße 12, also 4,5 mm, untereinander auf Papier drucken. Dann wäre diese Liste für Japan mit 2,85 Millionen Todesopfern 12,8 Kilometer lang. Das entspricht etwas mehr als die Entfernung von Köln nach Leverkusen. Man bräuchte mit dem Auto bis zum Ende ca. 20 Minuten. Niederländisch-Indien, heute Indonesien, hätte mit 3,5 Millionen Toten eine 15,75 Kilometer lange Liste. Das wäre eine Strecke von Berlin einmal nach Schönefeld zum BER, wofür man mindestens 27 Minuten bräuchte. Die Liste von den 5,6 Millionen polnischen Toten hätte eine Länge von 25,2 Kilometer und würde damit von Köln bis Bonn reichen, wo man eine Fahrzeit von 34 Minuten hätte. Im Zweiten Weltkrieg kamen auch 7,7 Millionen Deutsche um. Das wäre eine Länge der Liste von 34,65 Kilometern, so lang wie die Entfernung Leipzig-Halle. Die Fahrzeit betrüge 39 Minuten. China hätte mit 20 Millionen Toten eine 90 Kilometer lange Liste, die von Dortmund bis Bielefeld reichen würde.
was in einer Stunde und 14 Minuten erreichbar ist. Das wäre auch so lang wie der Comrades-Marathon aus Südafrika. Die Bestzeit auf dieser Strecke beträgt 5 Stunden und 20 Minuten. Und für die Sowjetunion starben 24 Millionen Soldaten und Zivilisten, die in einer Liste untereinander eine Strecke von 108 Kilometern, also einmal von München nach Regensburg, ergeben würden. Man bräuchte bis zum Ende 1 Stunde und 28 Minuten. Die Länder, die ich gerade nicht aufgezeigt habe, hätten zusammen weitere 6,3 Millionen Todesopfer. Hinzu kam auch noch, dass in weiteren Teilen Europas jüdisches Leben ausgelöscht war, da 6 Millionen europäische Juden den Nationalsozialisten zum Opfer fielen. Das war die größte Tragödie des 20. Jahrhunderts. Aus dem Krieg ging eine traumatisierte Generation hervor. Circa 1,5 Millionen Deutsche waren körperlich und seelisch Versehrte beider Weltkriege. Europa war nach dem Krieg hauptsächlich geprägt durch die politische Aufteilung des Kontinents in zwei Teile, die jeweils Mitglieder in einer der Parteien des Kalten Krieges wurden. Damit verbunden war neben der politischen und militärischen auch eine wirtschaftliche Einbindung in die jeweiligen Systeme. In den Industriestaaten wie beispielsweise Großbritannien und Deutschland wuchs zunächst die Industrieproduktion, mit Verzögerung dann aber auch der Dienstleistungssektor, was allerdings in Großbritannien viel schneller ablief als in Deutschland. Die Staaten Südeuropas jedoch waren weitgehend geprägt durch den Sektor der Landwirtschaft, zusätzlich erschwerend für die politische und wirtschaftliche Einbindung Südeuropas in die westlichen Strukturen waren die Diktaturen, die dort bis in die 1970er Jahre in Griechenland, Spanien und Portugal herrschten. Deutsche Städte wurden nicht weiter bombardiert. Soldaten und junge Leute mussten plötzlich nicht mehr kämpfen. Von daher war es ein Tag des Friedens für das gesamte deutsche Volk. Es war für alle eine Erleichterung, dass all dies ein Ende hatte. Man hat hoffentlich daraus gelernt und zettelt keinen dritten Weltkrieg an, denn dieser würde auf jeden Fall brutaler enden. Zum Schluss noch ein letzter Fakt, und zwar nachdem Deutschland im Zweiten Weltkrieg kapituliert hatte, feierten die Menschen in Moskau so lange, bis der gesamte Wodka der Stadt ausgetrunken war. Ich hoffe, ihr habt was aus dem Video mitnehmen können und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal!